Die Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Coswig ist ein kommunales Wohnungsunternehmen. Zum Kerngeschäft des 1994 gegründeten Unternehmens gehört die Vermietung von etwa 2200 eigenen Wohnungen und Gewerberäumen. Somit blickt die WBV Wohnbau- und Verwaltungs GmbH Coswig nun bereits auf 30 Jahre erfolgreiche kommunale Wohnungswirtschaft zurück. Das wurde jetzt mit rund 80 Gästen entsprechend würdig bei angenehmem Maiwetter in der Villa Teresa und dem dazugehörigen englischen Park gefeiert. WBV-Geschäftsführer Dr. Henry Lüdicke begrüßte alle erschienenen Gäste ganz persönlich, darunter Coswigs Stadtoberhäupter OB Thomas Schubert und Bürgermeisterin Friederike Trommer, die mit einem nicht zu übersehenden Präsent kam. Auch Frank Neupold, der erste Geschäftsführer der WBV und spätere Oberbürgermeister Coswigs, war der Einladung gern gefolgt. Ebenso waren langjährige Partner und Auftragnehmer der WBV gekommen, so unter anderem Jens und Carsten Hoffmeister, Geschäftsführer der Firma Hoffmeister GmbH & Co. KG, Christiane Böttger, ehemalige Leiterin und Mieterin der WBV-Immobilie Villa Teresa, sowie Annette Müller-Bühren, Geschäftsführerin der Stadtwerke Elbtal GmbH. Den Auftakt zu den obligatorischen Gastreden machte Frank Neupold, der erste Geschäftsführer der 1994 neu gegründeten WBV. Als die Wende kam, gab es alles, aber es musste bezahlt werden. Und als die ersten Betriebskostenumlagen erfolgten und die Leute merkten, dass die Wärme eben nicht bloß 10 Euro kostet, sondern 80, 90 Euro pro Monat, ne? Dann gab es schon einen ganz schönen, gab es einen Hieb eigentlich, dass wir gemerkt haben, es gibt alles, aber es kostet natürlich auch Geld. Und wir hatten vergessen, oder das wissen ja viele überhaupt gar nicht, dass die DDR im Jahr an den VEB Gebäudewirtschaft über den Rat des Kreises ungefähr 10 Millionen überwiesen hat, um das ganze Geschäft aufrechtzuerhalten. Aber die Bedingungen waren extrem, extrem schlecht. Ihm schloss sich Pierre Engel an. Bevor sie Geschäftsführerin wurde, war sie als Buchhalterin im Unternehmen tätig. Ich wurde gefragt, ob ich es tun möchte. Ich würde es gern probieren. Was hält denn die Belegschaft davon? Und ich glaube, es war für alle, nachdem der Geschäftsführer jetzt nach einem halben Jahr wieder weg war, für alle erstmal, Frau Engel kennen wir, die können wir einschätzen. Warum nicht? Also so hatte ich zumindest das Gefühl. Und so habe ich das angefangen. Und zwar für mich, der Einstieg war wirklich nicht einfach, weil kaufmännische Leiterin, da hast du mit Zahlen, Bilanzen, Abschlüssen, Wirtschaftsplänen zu tun, viele Zahlen, die ruhig sind. Das ist natürlich als Geschäftsführerin, da stehst du im Mittelpunkt, gehst zur Stadtratssitzung, hast einen Aufsichtsrat, der dich kontrolliert, hast einen Gesellschafter, hast viele auch Bauthemen, die mich ja, bin ich ehrlich, nie ganz so interessiert haben, außer als Zahlenberg. Jetzt bist du mittendrin, hast Mieter, Eigentümer, die ihre Sorgen haben. Wann kommen die zu dir, Mieter, Eigentümer, wenn die Sorgen haben, wenn die beiden Mitarbeiter nicht weiterkommen? Also du hast Probleme auf dem Tisch, die gelöst werden müssen. Zu Wort kam natürlich auch der Coswiger Oberbürgermeister Thomas Schubert, der zugleich oberster Dienstherr des kommunalen Wohnungsunternehmens ist. Also 25 Jahre kann ich tatsächlich mitreden, wo ich es bewusst aktiv miterlebt habe, auf unterschiedlichen Arbeitsfeldern, vorher in der Kämmerei logischerweise, da es finanzielle Verflechtung einfach gab. Wir sind Gesellschafter der WBV, wir sind Auftraggeber an die WBV, also insofern gibt es diversen Zahlungsverkehr, den man miteinander hatte, also war schon frühzeitig damit involviert. Einen Ausblick gab abschließend Geschäftsführer Dr. Henry Lüdicke, der seit nun anderthalb Jahren die Geschicke der WBV erfolgreich lenkt. In jedem Falle, wir stehen bilanziell gut da. Wir haben große Herausforderungen, aber wir sind technisch gut aufgestellt und die Digitalisierung, das ist unser Zugpferd, das, was wir im Augenblick tun, dass wir den Bestand digitalisieren, die Prozesse digitalisieren, dass wir mit im Zweifel weniger Mitarbeitern
gleich gute oder sogar bessere und mehr Arbeit leisten können in Zukunft. Das wird ein großes Thema sein, die Finanzierung sicherzustellen und diesen Klimapfad zu entwickeln. Das sind die Themen, mit denen wir uns jetzt beschäftigen. Also früher war es, den Bestand zu sanieren. Heute ist es auch diese energetische Komponente, den Mieter mitzunehmen. Und da sind es für uns natürlich auch Themen wie Energiemonitoring, also das Mieterverhalten zu steuern, im positiven Sinne für CO2-Einsparungen zu sorgen. Da haben wir alle was davon als Gesellschaft und die Gesellschaft. Als alle Reden geredet waren, kam man dann zum genüsslichen Teil des Festaktes. Die Mannschaft um Restaurantleiter Peter Jäpelt vom Restaurant Börse und Chef Grillmeister Olaf Püschmann aus dem Restaurant Forst Toskoswig sorgten für die kulinarischen Spezialitäten vom Tonnengrill. Es wurden von der heißen Platte Gemüse, Feta, Steaks vom Huhn, Schwein und Rind serviert. Kulturell umrahmt wurde der Festakt von einem jungen Streichertrio, das einerseits auf dem Balkon der Villa spielte und andererseits später vor dem japanischen Teehaus im Englischen Garten Stücke aus berühmten Kinofilmen zum Besten gab.